Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, also erstmal Entschuldigung, dass nicht so oft ein Video von mir kommt. Es liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen im Lernstress bin, da ich jetzt auch im dritten Ausbildungsjahr bin und es so langsam, aber sicher dem Ende halt eben zuneigt. Und ja, genau. Ich versuche trotzdem ab und zu mal was zu posten. Ich kann nicht versprechen, dass jede Woche ein Video kommt, aber ja. Genau, ich habe auf jeden Fall auch wieder ein Rezept abgefilmt, beziehungsweise ich schreibe euch das Rezept in die Infobox. Es war so ein Frühstücks-Carrot Cake, der war super lecker, wirklich. Also den mache ich auf jeden Fall auch nochmal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut schmeckt, aber ich blende es euch auf jeden Fall unten in die Infobox ein. Und ja, im Laufe des Videos seht ihr es jetzt ja dann, was ich gemacht habe. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! So, das ist jetzt mein schönes Frühstück hier. Das ist so ein Kräuterkäse, Trüffelkäse und Netflix. So Leute, ich bin wieder daheim. Ich habe mir noch, war noch kurz so im Rewe, habe mir noch die hier gekauft. Ich habe jetzt bald jetzt einfach mal wieder, also ich brauche immer irgendwie eine Schokolade, auch die ich in meine Dattel drücke und so dann. Wenn ich irgendwie so Dattel esse mit Schokolade und Nussmus. Ich habe mir mal wieder eine Lindt mitgenommen, eine vegane. Die ist ja auch echt super. Also ich finde die echt toll. Ich meine, die hatte ich auch schon mal, aber jetzt neue Rezeptur. Dann, den habe ich mir diese Woche gekauft. Der ist auch neu und der war gerade diese Woche im Angebot für 1,50. Leute, der ist super lecker, dieser Dattelhummus. Also wirklich. Dann, oh mein Gott, wenn es was Veganes gibt, muss ich es immer ausprobieren. Es gibt einfach die Leibniz-Kekse in vegan. Excuse me. Geil, oder? Dann von Veganuary im DM habe ich diese Falafeln gekauft. Und dann habe ich einfach noch so ein normales sensitives Waschgel gekauft. Genau, einfach so ohne Farbstoffe, ohne Tamtam. Ja, um mich abzuschminken. Oh, mein Essen für heute Abend: Sauerkraut und ein bisschen Paprika. Ich habe Lust auf ein bisschen Rohkost. Dann drei Maultaschen von diesem veganen Rosenkohl und Käse, geschmolzener, einfach geriebener Käse und ein bisschen Zwiebeln. So Leute, sieht jetzt nicht mehr so ästhetisch aus, aber ja, ich habe hier diese, ich habe gerade aufgenommen für ein Reel auf Insta. Ich will gerade ein What I Eat in a Day hochladen und ich habe jetzt Matcha gemacht und diese Kürbis-Pancakes mit Lini-Spread, Ahornsirup und Banane. So, das ist jetzt mein Mittagessen. Wir haben jetzt, Moment, ich schau mal kurz. Wir haben jetzt 13:40 Uhr und ich habe jetzt Brot gemacht. Das ist, habe es im Toaster gemacht. Ist, glaube ich, voll hart, weil ja, das ist älteres Brot. Genau, mit Gemüse, bisschen Käse, Oliven, so ein Curry-Dattel-Aufstrich und der vegane Brissot. Nein. So, ich esse jetzt noch diesen Riegel. Franz Brötchen. Das ist so lecker, Leute. Ja. Wir haben jetzt Sonntag 17:30 Uhr und ich koche jetzt noch nicht. Beziehungsweise ich habe mich jetzt gerade inspirieren lassen und zwar machen wir jetzt das hier. Moment. Utterly obsessed with this brookie idea that I have been having every single day. And just when you thought oats couldn't get any better, here we are with Das a cake-like machen twist. wir jetzt. The perfect summer and winter. Genau. Ich war jetzt aber so ein bisschen frei. Also ich schaue mal, ob ein oder zwei Bananen, eine Karotte. Ich nehme kein Mehl, ich nehme auch nur Haferflocken, so wie sie. Aber ich weiß nicht, ob ich es frieren soll zum Teil noch. Ich glaube, ich sie ganz lassen soll. Ist ja noch ein bisschen Proteinpulver verwendet. Ich habe auch irgendwo Proteinpulver. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich glaube nicht. Ich mag einfach kein Proteinpulver. Ja, also ich glaube, ich nach 50. 50 Gramm püriere ich und 50 Gramm kommt so rein. Ja. Ich schaue jetzt mal. Und dann schaue ich, ob ich es in diese größere Form einfach mache. Oder
ob ich es in so eine kleinere mache. Das schaue ich jetzt mal, wie viel jetzt wird. Ja, das mache ich jetzt. So, bei mir gibt es jetzt Fenchelpasta. Delicious. So sieht es jetzt aus. Ich habe es euch gestern tatsächlich nicht mehr gezeigt. Ja, bin mal gespannt, wie es schmeckt. Also klar, es ist jetzt nicht so hoch geworden. Würde man es doppelt legen, wäre es genauso hoch. Aber ich habe es halt, weil ich wollte, dass es schneller durchgebacken ist. Und zwar auch eh schon, es war eh schon 30 Minuten im Ofen. Dazu noch einen halben Apfel, Ei pro Skier und ein bisschen Erdnussmus. Ich habe mir jetzt gerade mein Mittagessen gerichtet. Also einfach wieder wie immer ein bisschen Gemüse, Paprika, Gurke und Karotte. Und da zwei Stückchen Käse, wo ich auf dem Markt geholt habe. Presso, Frischkäse, Spinat drauf und ein Körnerbrötchen. So, ich habe jetzt gerade die Kekse liegen. Sehr zart mit der Schokolade. Das ist sehr gut. Ja. Man sieht das Vollkornmehl. So, mein Essen für heute. Ich habe mir eine Bowl gemacht. Ich habe irgendwie nicht so großen Hunger. Es sind einfach die restliche Packung von Alnatura. Dann die hier, diese Falafeln. Der Curry Dip. Das sieht jetzt ein bisschen eklig aus, weil das war eben gefroren in meinem Kühlschrank. Diese eine gelegte Kürbis. Schmeckt gut, aber sehr ödig. Brokkoli aus dem Ofen, Sauerkraut, lecker. So, es gibt genau dasselbe wie gestern. Das ist die andere Hälfte. Ja, mit Matcha. Ich habe es noch auf den Toaster gelegt auf beiden Seiten, dass es noch so ein bisschen warm ist. So, mein Mittagessen ist einmal so ein schönes, dunkles Vollkornbrot mit Käse und veganem Pesto und Gemüse. So, ich esse jetzt von Co. diesen Energy Ball in Nougat-Geschmack. Den habe ich mir bestellt bei Koro. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Den gibt es ja nicht im Laden zu kaufen. Ich snack jetzt noch ein bisschen Schoki. Genau. So, mein Frühstück ist einmal Matcha und Skier Alpro Natur ohne Zucker mit Leinsamen, Chiasamen, Obstwasser. So ein bisschen so Müsli, so ein Basenmüsli von Rapunzel, dann noch so ein bisschen Crunchy Müsli, ein Apfel und das Mandelmus von Pamela. Ja, genau, das ist mein Mittagessen. Ich habe tatsächlich gestern von der Küche nicht viel gegessen, also nicht mal ganz die Hälfte. Die nehme ich mir jetzt heute mit in die Schule, mit nur ein bisschen Karotte und Tomate. Genau, dann esse ich heute Abend auch nichts Warmes, sondern ja, das ist jetzt mein richtiges Essen einfach. Ich denke, ich esse heute Abend einfach zwei Scheiben Brot vielleicht. Mache ich mir noch irgendeinen Salat, ich weiß nicht. Oder ein Ei könnte ich mir auch machen. Ja, mal schauen. Wobei, ich sollte mir mein Ei noch aufheben. Ja. So, das ist jetzt mein Abendessen. Das restliche Stück Quiche. Eine Scheibe Brot mit diesem Dattel-Curry-Aufstrich. Ein Stück Käse, Sauerkraut, Paprika. Mein Mittagessen ist einmal wieder Vollkornbrot mit veganem Frischkäse, Käse, eine Scheibe, Gurke, eine Tomate und eine Karotte. So, ich esse jetzt zwei Kekse und gibt's Tee. Mein Frühstück ist heute Brot mit veganem Frischkäse, Marmelade und Käse. Pamela, Nutella und Matcha. Das ist jetzt mein Essen. Das ist einfach Schupfnudeln mit Pilzen, Brokkoli, Zwiebel, Schupfnudeln, Feta und Sojafusin. Mein Abendessen ist heute so ein Walnussbrötchen mit veganem Frischkäse, Rucola und ein Ei. Sauerkraut, gut fürs Mikrobiom. Genau, nicht pasteurisiert. Dann Tomaten. Ein Grünzeugs eben. Genau. So, Snack Time. Es gibt noch eine Mandarine und Proteinriegel.